Es gibt ja E-Sports, der im Team betrieben wird, E-Sport, der alleine betrieben wird. Also würde ich sagen, bei E-Sports, die im Team betrieben werden, Teamfähigkeit, Willen zur Selbstverbesserung, wenn man ihn als E-Sport betreibt und nicht als nur spielen, weil den Unterschied muss man klar ziehen. Wenn man sich selbst verbessern will, dann muss man kritikfähig sein und Reflexion anwenden, um sich selber zu verbessern. Das sind wichtige Eigenschaften. Vor allem aber Disziplin und Ehrgeiz. Das sind ganz klare Sachen. Teamfähigkeit, Disziplin, Ehrgeiz sind die Hauptpunkte, die wichtig sind für Spieler, dass sie sich verbessern. Und das lernt man im E-Sport relativ schnell. Wir hatten mal ein Präsenztraining. Ja, das wird jetzt umgelegt auf Online-Training. Wir haben unterschiedliche Teams in den unterschiedlichen Spielen, haben für jedes Team einen Trainer. Die haben jede Woche ein Training, kriegen Verbesserungsvorschläge. Das wird alles überwacht, wie die sich verhalten gegenüber, also überwacht, ja, überprüft, wie sie sich verhalten gegenüber anderen Spielern innerhalb und so weiter. Also schon ein relativ klassisches Prinzip eigentlich. Ja, also wie in einem Fußballverein, Mannschaft F hat irgendwann Training, genauso ist es bei uns auch. Ja, das ist das, was wir tun. Und angestrebt sind halt zum Beispiel Kooperationen mit Fitnessstudios oder traditionellen Sportvereinen, um da noch so eine sportliche Komponente aus einem körperlichen Aspekt mit reinzubringen. Ne? Also, weil das ist ja traditioneller Sport und wir sind ja gar kein Sport und so weiter. Aber ansonsten, genau, ist es das.